Also, ich bin auch angenehm überrascht, dass so viele Leute noch gekommen sind. Ist gut. Schönen Dank. Also vielleicht erstmal als allererstes, um Missverständnis vorzubeugen, ich rede darum geht es mir nicht um Teile, auch nicht um Trivialobligationen, sondern um Sachen, die schon veröffentlicht worden sind in der einen oder anderen Form, die im Umlauf sind, in Benutzung sind. Kurz ein bisschen was über mich. Also ich bin Entwickler von Beruf. Das sind so Sachen, an denen ich schon gearbeitet habe, in fast allen Fällen kommerzielle Software, also Geldkartenterminals, PDA, Smartphones, alles ein bisschen Low-Level, Service-Level-Management, falls einem das nichts sagt, ist so ein bisschen Überwachung von Netzwerken, von Rechnern und so dieser Bereich. Im Moment bin ich im Bereich Dokumentenkonvertierung tätig, im großen Stil geht es da. Und ich, das erwähnte Geeklock.net ist ein Open-Source-CMS, das ich in meiner Freizeit als Maintainer betreibe. In all diesen Jobs und Positionen hatte ich mich immer wieder in der Position gefunden, in Diskussionen verwickelt gefunden, wo es darum ging, die Software ist so vergurkt, die müssen wir einfach neu schreiben, wir müssen von vorne anfangen. Und ursprünglich, also das ist auch ein persönlicher Lernprozess involviert, ursprünglich war ich auch der Meinung, ja, das muss man dann einfach irgendwann machen. Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo es nicht mehr weitergeht. Aber mittlerweile hat bei mir dann ein Umdenken eingesetzt, auch nach, sage mal, ein oder zwei mehr oder weniger schiffgegangenen solchen Projekten, wo ich einfach die Meinung jetzt mittlerweile vertrete, nein, sollte man nicht machen. Es gibt andere Wege. Darum soll es heute gehen. Also kurz die Übersicht. Ein bisschen was zur Motivation. Warum will man eigentlich neu schreiben? Dann eben die Betonung, nein, man soll aber der Versuchung widerstehen, don't do it, was man stattdessen machen kann, Abhilfen und dann, wenn man das glücklich überstanden hat, das Ganze hinterher noch ein bisschen was, Ideen, Strategien zur Vermeidung, damit man das Problem nicht wieder hat. Kommen oder gehen? Ich habe es mal in zwei Bereiche aufgeteilt, etwas provokant formuliert, rationale und irrationale Argumente fürs Neuschreiben. Rational, also meistens hat man irgendwann halt den Punkt erreicht, wo man ein Problem mit der Architektur in der einen oder anderen Form hat. Und irrational ist auch sehr starker Motivationsfaktor meistens, was ich genannt habe, Programmer's Ego. Wird vielleicht klarer, wenn ich nachher drauf komme. Architektur, ich meine, das kann jeder wahrscheinlich nachvollziehen. Man hat ursprünglich mal einen sauberen Entwurf gehabt für das System vor der Veröffentlichung, hat sich das klar überlegt, was es können soll, wie die einzelnen Teile zusammenspielen sollen. Und dann hat man das Ding veröffentlicht und dann kommen diese nervigen User und wollen neue Features und wollen dieses und jenes geändert haben. Und nach einigen Revisionen leidet einfach die Klarheit des ursprünglich so schönen Entwurfs und einfach sieht aus wie Kraut und Rüben. Dauert manchmal länger, manchmal geht es recht schnell, das kommt eben auf die Applikation an. Und die Lösung, die man dann meint zu haben für dieses Problem, ist einfach alles wegwerfen, neu schreiben, von vorne anfangen. Was verspricht man sich davon? Natürlich wieder eine bessere Architektur, nachdem man jetzt die neuen Anforderungen kennt, dass man wieder ein System reinkriegt, dass das Ganze leicht erwartbar ist und vielleicht hat man auch aus dem einen oder anderen Fehler gelernt. Die andere Motivation, und da müssen wir uns Programmierer, glaube ich, alle mal selbst an die Nase fassen, ist doch eigentlich, alter Code ist nicht sexy. Es macht doch keinen Spaß, in altem Code rumzumachen. Wir sind Programmierer, wir wollen neue Dinge schaffen, wir wollen neue Technologien einsetzen und mit altem Code, wo irgendein Fehler ist, den keiner mehr richtig versteht, da rumzugurken, das ist einfach, macht keinen Spaß. Ein anderer Faktor, der hier reinspielt, wenn man Code übernommen hat von jemand anderem, das ist auch immer, hat man eine leichte Aversion meistens gegen Code anderer Leute, weil zum Beispiel persönliche Vorlieben mit reinspielen, er rückt einfach falsch ein oder benutzt falsche Variablennamen oder das passt einfach mit den persönlichen Vorlieben nicht zusammen. Das sind das, was ich vorhin als irrationale Elemente, Motivationselemente bezeichnet habe. Und das ist natürlich keine Basis, auf der man eine Entscheidung treffen sollte, so eine folgenschwere Entscheidung treffen sollte, die ganze Applikation neu zu schreiben.
Okay, also nicht. Wir tun es nicht. Warum tun wir es nicht? Neuschreiben braucht Zeit. Ich meine, das muss ich, glaube ich, niemandem erzählen. Softwareentwicklung braucht immer mehr Zeit, als man ursprünglich mal dafür angesetzt hat. Ich habe also in meiner ganzen Karriere noch kein Projekt erlebt, das wirklich in Time war. Oder wenn es in Time war, dann sind halt vorher so viele Features rausgestrichen worden, dass es einfach nicht mehr das gleiche Projekt war wie vorher. Es funktioniert in dem Sinne nicht. Und noch viel wichtiger, wenn man jetzt sich die Zeit fürs Neuschreiben nimmt, was liefert man in der Zwischenzeit aus? Liefern wir die alte Version noch aus, dann müssen wir die aber supporten, unter Umständen weiterentwickeln. Oder liefern wir einfach gar nichts aus in dieser Zeit, dann verlieren wir aber Kunden. Auch als Open-Source-Entwickler hat man ja Kunden. Man kann auch an Bedeutung des Projekts verlieren. Und Geld spielt auch bei Open Source eine Rolle, selbst wenn es nur indirekt ist, wie zum Beispiel, dass man keine Sponsoren mehr findet. Zum Beispiel unser Webserver für Geek.net, der ist gesponsert von einer Hosting-Firma. Und wenn wir keine Relevanz mehr auf dem Markt hätten, dann würden die das natürlich nicht machen. Also auch bei Open-Source-Projekten spielt einfach das Geld rein. Und ich denke, es gab da mal irgendein prominentes Beispiel von einer Applikation, die eine marktbeherrschende Stellung hatte und die neu geschrieben wurde, aber mir fällt jetzt partout der Name nicht mehr ein. Okay, was kann man tun, um den Stillstand zu vermeiden, wenn man also jetzt immer noch nicht überzeugt ist und will es trotzdem machen? Man könnte auf die Idee kommen, wir bilden zwei Teams. Wir bilden ein Team, das die neue Version schreibt und ein anderes Team, das die vorhandene Version pflegt. Erste Frage natürlich, woher sollen all diese Leute kommen? Und wer soll die bezahlen, wenn es eine Firma ist? Wenn man das Problem überwunden hätte, hat man immer noch das Problem, dass man sowas wie ein Moving Target jetzt schafft. Ich entwickle die eine Version weiter, das heißt, da werden neue Features eingebaut, die ja eigentlich dann in die andere Version auch rein müssten. Das heißt, ich lege eigentlich meiner Neuentwicklung schon wieder Steine in den Weg, mache deren Entwurf schwieriger, weil ich ja neue Sachen einbaue, die noch gar nicht drin haben. Das heißt, ich vermurkse denen gleich schon den Entwurf, während die noch dran entwickeln. Das kann es ja auch nicht sein. Okay, sagt man, gehen wir einen Schritt zurück. Wir versetzen die alte Version einfach in einen Maintenance-Mode, wo wir nur noch Bugfixes machen. Kann man natürlich auch machen, aber also im kommerziellen Umfeld auf jeden Fall findet man sich dann ganz schnell in der Diskussion wieder, was ist eigentlich ein Bug? Wenn unsere Software etwas nicht kann, was die Konkurrenz kann, dann ist das doch offensichtlich ein Bug, zumindest aus Marketing-Sicht. Und dann wird man doch wieder versucht zu überreden, das einzubauen und dann hat man das gleiche Problem wie oben. Also so geht es auch nicht. Eine weitere Gefahr, wenn man neu schreibt, ist, die alte Funktionalität wiederherzustellen. Hat man denn wirklich alles, was die Software kann, dokumentiert? Mittlerweile ist sie ja eben so verwurstelt, dass keiner mehr wirklich durchsteigt. Was kann die Software? Wie verhält sie sich in bestimmten Ausnahmesituationen? Wer verlässt sich auf diese Features, diese undokumentierten Features? Sind die alle dokumentiert? Könnten wir die alle rekonstruieren für eine neue Version? Und, das muss man auch beachten, vieles in diesem anscheinend vermurksten Code, es sind einfach Workarounds für Real-World-Probleme. Da komme ich, glaube ich, nachher nochmal drauf, ja? Genau. Das spielt eigentlich dann schon in den nächsten Schritt rein.
Software existiert nicht im Vakuum. Man muss immer berücksichtigen, ich habe ja nicht einfach nur diese Applikation entwickelt und habe sie auf den Markt gebracht, in welcher Form auch immer. Meistens entstehen dann ganz schnell drumherum Third-Party-Applikationen. Und wenn es nur kleine Shell-Skripte bei irgendwelchen Benutzern sind, die Software existiert nicht für sich. Der User, der die Software einsetzt, ist vielleicht auch gar nicht so sehr an unserer Software an sich interessiert, sondern an einer Gesamtfunktionalität, von der unsere Software nur ein Teil ist. Und wenn wir jetzt an unserer Software irgendwas ändern, dann riskieren wir, dass der User diese Gesamtfunktionalität verliert und dass wir auch den Markt für Third-Party-Applikationen, also für andere Hersteller, dass wir den beschneiden. Das kann man natürlich, manchmal macht man es auch absichtlich, um die loszuwerden, das kann natürlich auch sein. Aber im Normalfall will man das fällt mir das schöne Wort nicht ein, diese ganze Infrastruktur rundherum um die Applikation, die will man ja erhalten, Ökosystem wollte ich sagen. Genau, also hier sollte man auch vielleicht auch einfach mal ein bisschen Marktforschung betreiben, nachsehen, wie setzen unsere User denn die Software wirklich ein. Welche Funktionen benutzen Sie wirklich? Benutzen Sie es im Zusammenspiel mit anderer Software, in irgendwelchen Workflows, die Sie sich gebaut haben? Das sind Sachen, die man erforschen sollte. Und dann natürlich die Frage, kann es denn wirklich nur besser werden? Also manchmal gibt es nämlich einfach keine bessere Lösung. Was ich eben schon angesprochen habe, die Real-World-Probleme. Ich kann mich natürlich hinsetzen, nenne mir den RFC meinetwegen fürs FTP-Protokoll und entwickle einen FTP-Client im Reinraum sozusagen, streng nach Spezifikation. Und allerspätestens bei dem zweiten FTP-Server, auf dem ich den loslasse, werde ich irgendein Problem haben, weil sich der FTP-Server nicht an den RFC hält. So, was soll ich jetzt machen? Ja, ich muss natürlich das nachbessern. Das heißt, ich habe hier ein Real-World-Problem, das meinen ursprünglich so schönen Entwurf vermurkst. Und für diese Möglichkeit gibt es einfach keine bessere Lösung. Damit muss ich leben. Also viele dieser alten Probleme, die mich in die Situation oder zu der Überlegung veranlasst haben, neu zu schreiben, sind vielleicht Probleme, an denen ich gar nichts ändern kann. Dann natürlich auch, alte Fehler werden auch gerne wiederholt. Weil ich beschlossen habe, die Software neu zu schreiben, heißt das ja noch nicht, dass sich das Umfeld auch geändert hat. Wenn im Umfeld, in der Firma zum Beispiel, immer noch der Zeitdruck herrscht, es muss alles schnell gehen, dann mache ich wieder die alten Fehler auch. Und damit wird der neue Entwurf auch nicht besser. Also ich muss auch, wenn ich das schon angehe, müsste ich auch das Umfeld ändern, beziehungsweise der entsprechende Awareness raisen, wie es im Englischen so schön heißt. Und natürlich, wenn ich irgendwas umstelle, neue Technologien einsetze, besteht auch die Gefahr, dass ich neue Fehler mache. Das heißt, ich habe einen Lernprozess, der die Entwicklung dann weiter verzögern kann. Das sind Sachen, die kann man schlecht vorausplanen. Okay, nach den ganzen Punkten, warum man es nicht machen sollte, habe ich überlegt, gibt es Fälle, in denen man es vielleicht verantworten kann? Was sind Fälle, was sind Ausnahmen? Eine Ausnahme, die einem vielleicht einfällt, sind Wechsel der Technologie. Also wenn meine Kunden jetzt nur noch .NET-Applikationen wollen, dann werde ich mit meinem alten C-Code wahrscheinlich nicht glücklich, sollte man meinen. Auch da müsste man aber erstmal wieder genau hingucken, was wollen die Kunden wirklich und kann ich mich vielleicht einfach rausretten, indem ich Wrapper-Applikationen, Wrapper-Schichten drum schreibe, die Anbindung an die anderen Technologien schaffen. Also Beispiel aus meinem aktuellen Job. Bei uns ist praktisch das gesamte Know-how der Firma steckt in einer großen Bibliothek, die in C geschrieben ist. Guter alter Plain C-Code, so richtig mit Character Pointer und allem. Wir müssen aber auch jetzt an .NET dran. Was machen wir? Wir haben ein In-House-Tool, das Bindings für .NET automatisch erzeugt, aus den vorhandenen C-Header-Dateien. Und da eben eine Zwischenschicht dazwischen zieht. Und dann können wir über .NET kommunizieren. Denn die C-Bibliothek neu zu schreiben für .NET wäre vollkommener Wahnsinn. Da würden einfach so viele Details verloren gehen, das können wir uns nicht leisten. Ein anderer Punkt, wo man es überlegen könnte, ist zu machen, sind In-House-Tools.
Also Sachen, die nur in der Firma eingesetzt werden, die nur für die Firma implementiert wurden. Da hat man natürlich den Vorteil, dass man sehr genau den Benutzerkreis kennt und dass man sehr genau weiß, für was die Software wirklich eingesetzt wird. Also die vielen Unsicherheiten, die man eben nicht hat, wenn die Software weit verbreitet ist. Da kann man es vielleicht im Normalfall dann eher riskieren. Wobei ich mir dann schon überlegen würde, wenn die Software vielleicht das Rückgrat der Firma darstellt, irgendwie ein Inhouse-Warenwirtschaftssystem oder sowas, wenn das ausfällt für 2 Stunden, dann ist das ein Millionenverlust oder sowas. Wenn es etwas von dem Kaliber ist, dann würde ich es auch nicht neu schreiben wollen. Und ein Punkt, wo ich auch schon mal in einer anderen Firma hatte, war Neufokussierung. Das heißt, wir haben eine Applikation auf den Markt gebracht, die hat auch funktioniert, sie hat getan, was sie sollte, aber das war eigentlich nicht das, was die Kunden wollten. Wir haben dann analysiert, dass wir eigentlich ein klein bisschen was anderes machen müssten. Das heißt, es gab eine Überschneidung im Aufgabenbereich zwischen der alten und der neuen Applikation, aber sie musste eigentlich was anderes machen und diese zusätzliche Funktionalität erforderte eine andere Herangehensweise, sodass wir dann dort auch neu geschrieben haben. Und das wäre wahrscheinlich das einzige Beispiel, das mir einfällt, wo es mal gut gegangen ist. Wir haben dann auch parallel die alte und die neue Version als 2 verschiedene Applikationen weiterverkauft. Also das war wirklich, denke ich mal, eine Ausnahmesituation, weil es eben nicht neu geschrieben wurde, um es besser zu machen, sondern um eine zweite Applikation zu haben. Und da hat mich mein Chef vor 2 Wochen oder so noch mit einer Variante überrascht. Die würde ich mal nennen Zerschlagung. Also die Idee, dass eine vorhandene Applikation bei uns aufgeht in einem neuen Gesamtkonzept. Das heißt, dass man nur einen Teil der Funktionalität der Software rauslöst und in eine neue Architektur einbettet. In dem Zusammenhang dann könnte man auch noch überlegen, ob man es neu schreiben will, diesen Teil, den man rausnimmt, weil der dann hoffentlich genügend spezifiziert ist und klar abgegrenzt ist. Frage? Ach da, sorry. Ja, natürlich, das ist ja der Normalfall, warum man sich die Überlegungen macht. Ich sage halt nur, in dem Fall sollte man halt nicht auf die Idee kommen, es neu zu schreiben. Zu den Abhilfen, was man stattdessen machen soll, komme ich jetzt ja gleich. Ja. Das ist, ja, im Open-Source-Umfeld wahrscheinlich, weil da einfach dann der Druck dahinter fehlt, das auch durchzuziehen. Ja. Ja. Nee, genau in der Situation sind wir auch. War da noch was? Nee, es gibt, muss ich zu meiner Schande gestehen, auch ein Projekt Geeklog 2, das seit ein paar Jahren vor sich hin dümpelt, da versucht, das CMS neu zu schreiben. Und ja, genau dieser Fall. Okay, jetzt steht der Kerl da vorne und sagt also, das soll man nicht machen. Was soll man denn stattdessen machen? Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht als Enttäuschung hier kommt. Ich habe da halt auch keine Wundermethoden. Aber ich habe diesen netten Satz gefunden. Jetzt sieht man hier meinen schönen, da unten ist ein Friedhof. Das sieht man gar nicht. Diesen schönen Satz gefunden. Personally, I believe that some systems just require some love and radical refactoring to breathe new life into them. Und das ist eigentlich die Lösung, die ich vorschlage, Refactoring. Das ist natürlich eine Sisyphus-Arbeit, das ist klar, das muss jedem klar sein. Aber die Idee ist eben, dass das weniger schlimm ist, als die Konsequenzen aus den ganzen Szenarien, die ich gerade aufgezeigt habe, also mit Bedeutungs- und Marktverlust und so weiter. Wie geht man sowas an?
Als erstes würde ich mal sagen, die Module identifizieren. Ja? Ja, ich war noch nicht fertig, aber das ist natürlich ein Risiko, ja. Komme ich gleich drauf. Erstmal würde ich sagen, Module neu identifizieren. Also mal angucken, wie ist der, nicht die alten Entwurfsdokumente rausholen, sondern gucken, wie ist der Zustand jetzt. Da gibt es vielleicht zwei Module, die früher mal zusammengearbeitet haben, über klare Schnittstellen, mittlerweile aber total verwachsen sind. Dann kann man sich überlegen, was mache ich mit denen? Mache ich daraus jetzt ein Modul oder mache ich vielleicht drei Module draus, indem ich die Gemeinsamkeiten in ein eigenes Modul rausziehe? Solche Sachen. Also erstmal gucken, wie ist der aktuelle Zustand, was an Modulen brauchen wir wirklich und dann eben die nach und nach angehen. Auch ganz allgemein gesprochen, problematische Stellen im System identifizieren, Flaschenhälse, wo Performance-Probleme zum Beispiel existieren und Stellen, wo es halt besonders schlimm aussieht vom Code her. Und dann, bevor man anfängt, und das geht jetzt auf den Einwand von da hinten ein, Tests. Man sollte das System nicht anfassen, solange nicht sichergestellt ist, dass man die kritischen Punkte alle unter Kontrolle hat. Da gibt es ganze Bücher drüber, über das Thema Unit-Test und wie man nachträglich in solchen Legacy-Code Tests reinkriegt. Die sind etwas mühselig zu lesen und es ist auch sicher eine mühselige Arbeit. Aber ich halte es eben immer noch für die bessere Methode, statt neu zu schreiben. Es gibt von Michael Feathers ein Buch, irgendwas mit Legacy Code im Titel, Working Effectively with Legacy Code oder sowas, darüber müsste sich das finden lassen. Und es gibt ein schönes Buch über Refactoring, das heißt, weiß jetzt aber den Autor gerade nicht, das heißt einfach Refactoring. Erst das Feathers Buch kaufen, der verweist da drauf. Bitte? Richtig, faule. Ja, genau. Apropos Buch. Ich muss dann noch zwei Bücher in die Luft halten. Genau. Das Schöne an Unit-Tests ist, die kann man auch schon im laufenden Betrieb, während die Software also noch nicht neu geschrieben wird, sehr sinnvoll einsetzen. Und man muss ja irgendwo mal anfangen. Mein Vorschlag ist dann immer in den Situationen, man fängt einfach mit dem nächsten Bug-Report an, der reinkommt. Dann muss ich sowieso das Problem nachvollziehen, um zu sehen, wo das Problem ist im Code. Und dann kann ich das auch gleich einen Schritt weiter treiben und dafür einen Test schreiben, der eben sicherstellt, der also erstmal die Bedingungen nachprüft, was geht hier schief und der dann anschließend sicherstellt, dass das nicht wieder auftritt. Und wenn man mal so ein halbes Dutzend oder so Bugs hat, kommt man sicherlich Tests hat für Bugs, kommt man irgendwann auch in die Situation, wo man irgendeine Änderung macht und plötzlich schlägt einer von diesen Tests fehl. Und das ist dann meistens der Moment, wo es Klick macht und wo man halt wirklich motiviert wird, noch mehr Unit-Tests zu machen, weil das so eine Art, so ein erstes sehr löchriges Sicherheitsnetz in Position hat, das schon anfängt, Bugs aufzufangen, die in der Entwicklung auftreten. Und wenn man das hat, dann kann man anfangen, Module schrittweise neu oder umzuschreiben. Das Ganze hat natürlich auch positive Nebeneffekte. Man gewinnt wieder ein besseres System, Verständnis des gegenwärtigen Systems und lässt sich der Aufwand für Veränderungen oder für Bugfixes künftig besser abschätzen. Also auch ein Lerneffekt für die aktuelle Entwicklung. Ja? Gut, Teil des Neuplanens, also dieses Schritts, den ich vorhin hatte, mit Module identifizieren, wäre natürlich auch, die neuen Module da irgendwo einzupassen, also für die neue Funktionalität. Das ist aber auch mit der
Ja, nee, einplanen, sage ich. Erstmal einplanen. Nee. Kommt drauf. Ja, also neu schreiben muss man sich ja immer vor Augen halten, man fängt ja bei Null an. Also da hast du dann auch nicht mehr gewonnen nach dem einen Jahr. Und zweitens, man muss unter Umständen ja auch gar nicht so lange warten, bis man mit dem ganzen Refactoring durch ist. Wenn es an der Stelle brennt, ich meine, okay, wenn es natürlich sich das Problem dann durch die ganze Applikation zieht, dann hilft das nicht. Aber ich kann ja in Einzelfällen den Problembereich eingrenzen und erstmal da aufräumen. Und der Rest bleibt halt Spaghetti-Code, bis ich dazu komme, den auch aufzuräumen. Die Frage verstehe ich jetzt nicht ganz. Ach so, aha. Nee, ich bin immer noch nicht ganz bei. Nee, ja, Sie meinen jetzt im Sinne von CVS, Subversion und sowas. Ja, nee, das ist eigentlich, ja, nee, also davon gehe ich aus. ja, was habe ich jetzt? Jetzt habe ich ein besseres CVS. Ich weiß nicht, ob das der große Erfolg war. Also ich meine, CVS ist nicht wirklich kaputt in dem Sinne, aber ist das jetzt, glaube ich, ein anderes Thema? Nee, ich sehe also echt den Zusammenhang nicht mit Versionskontrollsystemen. Okay, jetzt sind wir also vielleicht aus diesem Schlamassel endlich raus. Wie verhindern wir, dass wir da wieder reinkommen, dass uns das Ganze nochmal passiert bei den nächsten paar Feature-Wünschen, die kommen? Ja, an was man denkt meistens zuerst in der Situation an Spezifikationen. Wir müssen das einfach besser spezifizieren. Ja, meine Erfahrung ist, vergesst es. Also entweder schreibt jemand die Spezifikation oder es liest sie jemand, aber nicht beides. Also nee, das hilft nicht. Ich habe bei Joel Spolsky, ist vielleicht bekannt dem einen oder anderen, der hat eine nette Webseite, Joel und Software, wo er diverse Artikel hat, und da gibt es dieses nette Buch, wo die alle mal versammelt sind. Er hat hier einen Abschnitt drin über Painless Specification, praktisch abgespeckte Spezifikationen, die auch dann von den Programmierern noch gelesen werden und auch noch halbwegs verstanden werden. Es ist hier recht gut und detailliert drin. Ich habe es allerdings selbst praktisch auch noch nicht eingesetzt. Ich muss in dem Bereich auch noch einige Sünden beichten. Also das ist so ein Thema. Ich finde, generell sollte man es halt mit Spezifikationen nicht übertreiben. Man muss natürlich auf einer technischen Ebene irgendwo unten dann Protokolle und sowas spezifizieren. Aber dann ganze Aktenordner voll Spezifikationen zu produzieren, das bringt einen auch nicht weiter. Richtig. Das wäre der Ansatz, der hier kommt, TDD, Test-Driven Development, dass man erst einen Test schreibt, der sicherstellen soll, dass der Code das tut, was er soll. Der erstmal beschreibt, was der Code tun soll, bevor man den eigentlichen Code schreibt. Und dann, das ist der Ansatz dabei. Habe ich zumindest in kleineren Umfängen auch schon sehr erfolgreich eingesetzt. Also das funktioniert. Und einen Schritt weiter dann die ganzen Agile-Methoden. Da gibt es auch kilometerweise Bücher und Webseiten mittlerweile drüber. Also in den Bereich sollte man mal einfach forschen und versuchen, das in der eigenen Organisation, ob sie nun Open Source oder kommerziell ist, mal einzuführen. Das sieht alles sehr vielversprechend aus. Es gibt dann noch einen Schritt weiter, Extreme Programming, XP, wobei ich da schon mittlerweile die ersten Bedenken gehört habe, dass das eventuell gar nicht so gut funktioniert. Also
muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man es wahrscheinlich nicht übertreibt. Also generell sage ich, auf Spezifikationen kann man sicher nicht verzichten, das geht nicht. Aber man muss weg von diesem starren Spezifikationsschema und hin zu handhabbaren Spezifikationen, die auch gelesen und beachtet werden am Ende. Vielleicht hier noch ein bisschen Rückendeckung von der guten Frau Poppendijk, die dieses nette Buch geschrieben hat. Planning is an important learning exercise. Plans, on the other hand, are overrated. Also allein hier ist sozusagen der Weg das Ziel. Allein beim Planen fallen einem dann schon genug Sachen ein und das muss dann auch nicht alles bis ins letzte Detail dokumentiert werden. Ja, ein bisschen Rückblick hilft natürlich auch immer. Wenn der Code in diesen Zustand geraten ist, muss man sich auch mal überlegen, wie ist das eigentlich passiert, warum ist das passiert, gab es vielleicht zu viel Druck oder Zeitmangel, gab es im weitesten Sinne des Wortes irgendwie Inkompetenz, dass unerfahrene Entwickler am Werk waren oder halt Leute, die wirklich einfach schlecht sind, die hier irgendwas vermurkst haben. Die Bereiche muss man dann halt erforschen und dann die Entscheidung eben, was kann man dagegen tun. Das ist, da kann man keine allgemeinen Tipps geben, weil das hängt dann alles sehr stark von der individuellen Organisation jeweils ab. Was sind da für Leute involviert? Wie sind die Entscheidungsprozesse und so. Aber man muss das Thema dann auch wirklich rechtzeitig aufs Tapet bringen, dass sich daran eben was ändert. Sonst läuft man mit dem Refactored Code ganz schnell auch wieder in die gleichen Probleme rein. Ganz generell, mehr Kommunikation hilft da auch. Das heißt, projektintern und auch mit den Kunden oder den Usern, damit man eben schon rechtzeitig erkennen kann, wo es klemmt, wo Probleme existieren. In Firmen hat man ja typischerweise diese Abstufung zwischen den Kunden und der Entwicklung, hängt das Marketing, das dann irgendwie die Sachen noch filtert und die dann auch Sachen eventuell zurückhalten oder ganz überraschend mit irgendwelchen Sachen kommen, wo dann die Entwicklung sagt, ja, hättet ihr das vor 4 Wochen gesagt, dann hätten wir das da und da noch berücksichtigen können, jetzt passt uns das überhaupt nicht ins Konzept. Das ist natürlich bei Open-Source-Projekten nicht so der Fall. Da sollte man meinen, dass die etwas den Puls besser den Finger am Puls der Kunden haben, der User, indem sie meistens ja ein Support-Forum oder sowas betreiben. Wobei ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass viele in solchen Projektforen oft die Entwickler selbst gar nicht mal so aktiv sind und dass da mehr sich so eine Supportgruppe auch rausbildet, die Fragen beantworten und die Entwickler vielleicht ein bisschen abgeschottet werden unter Umständen von den Real-World-Problemen. Okay, Fragen, Kommentare zu bis dahin? Ja, der Kunde, den Kunden und die Entwicklung zusammenbringen. Und es gibt, wie gesagt, Bedenken gegen diesen Ansatz, den ich schon gehört habe, auch von prominenten Leuten. Ich weiß es nicht. Ich habe keine praktische Erfahrung mit Extreme Programming. Also das ist im Moment basiert auf Hörensagen, was ich da gehört habe. Also nochmal zusammengefasst, die Gefahren, wenn man sich entscheidet, neu zu schreiben, sind der Verlust von Marktanteil oder Bedeutung, in welcher Form auch immer, der Verlust von Funktionalität, die dabei unter den Tisch fällt und das ganze Ökosystem von existierenden Third-Party-Applikationen. Es garantiert niemand, dass man alte Fehler nicht wiederholt und mit neuen Architekturen hat man meistens auch neue Fehler, die sich einschleichen. Die Empfehlung wäre also, Refactoring zu praktizieren, statt neu zu schreiben, zu forschen in Richtung Test-Driven Development und Agile Development, Ursachenforschung natürlich zu betreiben, was ging beim letzten Mal schief, warum sind wir in diese Situation gekommen und ganz generell gesprochen die Kommunikation verbessern. Nochmal die Ressourcen, die ich angesprochen hatte, also dieses Buch bzw. die Webseite von Joel Spolsky. Ganz generell Agile Software Development, da kann ich kein einzelnes Buch jetzt im Moment rauspicken. Da gibt es
wie gesagt, Kilometer dazu. Das Buch ist etwas, was ich versuchen würde, bei uns in der Firma demnächst mal einzuführen. Lean Software Development lehnt sich ein bisschen an den Entwicklungsprozess bei Toyota mit der Idee, Stop the Line Quality, also alles stehen und liegen zu lassen, sobald ein Fehler auftritt oder erkannt wird, und hinzukommen zu einem Zustand, wo man praktisch aus der Entwicklung heraus direkt ausliefern könnte, jederzeit, weil alles so gut getestet ist, weil eben über Tests alles abgesichert ist, dass es noch tut wie vorher und dass neue Funktionalität nichts Altes kaputt macht. Würde bei uns in der Firma tatsächlich eine Menge Probleme lösen, weil wir zum Beispiel einfach extrem lange Entwicklungszyklen im Moment haben, bis ein Feature beim Kunden ist und dann der Feedback wiederkommt. Das dauert einfach viel zu lange. Okay, damit wäre ich eigentlich schon durch. Noch Fragen, Anmerkungen? Sag mir jetzt aus dem Stand nichts, Paul Graham. Okay, guck ich mir mal an. Gut, danke. Ja? Das ist zum einen die Software, die der Chef ursprünglich mal geschrieben hat. Das Schlimmste ist der Chef, der Firmengründer hat diesen Code selber geschrieben. Jetzt bin ich in der komfortablen Situation, dass in der Firma, wo ich bin, so eine Atmosphäre herrscht, wo der eine dem anderen sagen kann, du machst das Ding, das ist aber die Ausnahme, ja. Und wo das gegenseitig. Ja, aber meistens wird der Code dann aber auch. Wenn so Besitzdenken existiert, dann geben die Leute den Code aber auch nicht ab. Also dann hat man damit auch nichts so direkt zu tun. Also wenn, dann ist die Person, die das mal verbrochen hat, meistens nicht mehr in der Firma oder zumindest nicht mehr in der Entwicklung. Ja, aber er ist ja im Einsatz. Also aus der Tatsache müsste ich ja auch irgendwas herleiten können. Also wenn die Firma natürlich den hat gehen lassen, ohne dass er irgendwas gesagt hat, ja, dann ist es natürlich. Okay, Open Source, ja, kann natürlich passieren, dass jemand von einem auf den anderen Tag verschwindet, klar. Schwierig, ja. Ja. Auch ein schönes Argument, ja. Mir fällt ja die große Rüstung ein, jede Menge Kobold-Code ein, auf dem Mainframe. Das ist seit 30 Jahren gegeben, wahrscheinlich auch wenn es so weitergeht, von 20 Jahren noch viel, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das eigentlich Zukunftsverbrechen ist. Da sitzt der ganze falsche Stück drin, keine modernen Protokolle, also es wird auch ganz schwer in modernen.
Also bei Legacy-Systemen kann man sich halt zum Teil mit Emulatoren oder sowas behelfen, dass man das irgendwie in eine Sandbox stopft und dann irgendwie halt versucht, außenrum eine Infrastruktur zu schaffen, an dass man da reinkommt. Bei sowas wie Access bin ich dann aber auch überfragt. Das was für Datenbankheiten zur Verfügung und solche Sachen, aber da ist ja sowieso ein Riesenschritt notwendig, um wieder auf, auf das neue System zu kommen, weil diese Access 97 Software wird ja, weiß nicht, Vista scheint jetzt noch zu laufen, ich war ganz geschockt, aber irgendwann wird das ja mal vorbei sein. Und ist dann noch vorbei, oder? Ja, danke, aber das ist ja nicht die Idee. Also ich muss ja mit dem Refactoring, wenn ich das Neuschreiben machen will, was ich durchaus einen sinnvollen Ansatz finde, mir hat das gut gefallen. Ich denke, in ganz vielen Fällen ist das sicher der erste Weg. Aber was mache ich mit sowas? Weil da ist sowieso ein sehr harter Schnitt notwendig. Und ich kann mir nicht vorstellen, ich denke auch der Dialekt, der 97er und der Office 2007er Basic-Dialekt wird wahrscheinlich so anders sein. Ich stecke da nicht drin, aber ich denke, es wird so anders sein, dass es damit auch keine langsame, da geht es ja um eine Transformation des Ganzen. Dass man halt das laufende Projekt quasi transformiert und auch Zwischenschritte wahrscheinlich an den Kunden ausliefern kann, weil die neuen Module sind ja wieder getestet und würden dann halt mit jeder Release langsam zum Kunden kommen. Und das ist ja bei sowas, wo ich auf ein komplett neues Framework, das 10 Jahre weiter ist, umsteige ja kaum durch. Ja, das ist der Punkt, den ich versuche mit Technologiewechsel, wo ich gesagt habe, das hat man unter Umständen Ausnahmen. Also das wäre dann wohl eine Ausnahme, würde ich mal sagen. Wenn man sich nicht mit irgendwelchen Emulatoren oder Zwischenschichten noch behelfen kann. Ja, also ich denke mal, Access, da ist halt das Problem, dass man dann einfach von so einer Software abhängig ist. Ja, bei den alten COBOL-Systemen, solange das noch tut und solange da keine neuen Features angefordert werden, würde ich das einfach weiterlaufen lassen. Die werden auch noch angefordert, aber COBOL läuft weiter. Aber die Kosten sind halt wahnsinnig. Das sind Maschinen, die runterhängen. Das ist halt wahrscheinlich nicht mehr Zeit. Ja, aber das ist wieder das Ego. Das ist der Ego-Punkt. Also, wir haben ja auf der Mac-Plattform haben wir einen ziemlich krassen Schnitt gehabt von dem System und demzufolge ja auch dann bei den Applikationen, weil für die ja auch die Schnittstellen weggebrochen sind damit, beziehungsweise gab auch da diese Emulation, die aber auch mehr schlecht als recht war. Und da kann man das eigentlich auch ganz an einigen Programmen ganz gut verfolgen. Also zum Beispiel Rectime hat sich für ein Neuschreiben entschieden und hat 4 Jahre Stillstand gehabt, zu einem Zeitpunkt, wo es das neue System noch nicht gab und sie sich da nicht drauf setzen konnten. Und obwohl dieses System in Deutschland zumindest extrem verbreitet war, spielt es heute keine Rolle mehr. Obwohl es weiter ein schönes Ding ist, aber es spielt keine Rolle mehr. Die haben sogar in der Zeit es noch geschafft, das für Windows zu portieren. Es spielt keine Rolle, das Ding. Und es gibt andere Sachen. Ein super etablierter Texteditor wie BBEdit, der mittlerweile auch als Oldstyle gilt, weil es nebendran ganz kleine Projekte hochgekommen sind wie TextMate oder SubEditEdit. Die neuen Frameworks, also die sind unbeschwert dran gegangen und haben eben die ganzen neuen Möglichkeiten genutzt. Und mittlerweile sind sie von der Funktionalität, kommen sie ran. Aber da ist es eigentlich so, dass eigentlich durch die Kundennachfrage das gesteuert wurde. Jetzt, wenn du jetzt jemanden fragst, dann sagt er halt, nimm TextMate. Da sagt er nicht mehr, nimm BBEdit. Und das, glaube ich, ist dann wieder dieser Punkt. Also wenn der Kunde wirklich das belastbar belegen kann, dass er das Alte nicht mehr will, dann ist eigentlich das der Auslöser für den Wechsel. Wenn man so will, kann man natürlich das Netscape-Beispiel auch als positives Beispiel wieder bringen, weil sie haben es ja geschafft, mit dem Neuschreiben, nachdem die Durststrecke überwunden war, wieder hochzukommen, zumindest im Marktanteil. Aber der Firma Netscape hat das Knick gebrochen. Ja. Also Ausnahmen wird es da immer geben. Ich habe auch nicht hier behaupten wollen, dass ich die Universallösung für alles habe, aber ich denke, in den allermeisten Fällen ist es wirklich der falsche Ansatz. Ja. Ja, wenn man es jetzt mal vom Marktanteil her benutzt.
Ja gut, aber es wird ja auch eine Menge Geld reingesteckt von verschiedenen Firmen. Vom Marktanteil her meinte ich jetzt, dass es halt da wieder aufwärts geht. Bei null war. Ja, nee, keine Frage. Das ist schon nicht ohne Grund.